Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Kirby Star Allies. Ich weiß nicht, ob es heute für euch ein bisschen anders wird. Für mich ist es ein bisschen anders als sonst, weil ich ein gutes Stück früher aufnehme. Ist wieder eine tolle Situation. Normalerweise habe ich donnerstags zur dritten Stunde Schulbeginn. Da stehe ich dann im Homeschooling gegen 8.45 Uhr auf, habe dann 50 Minuten Zeit. Heute habe ich allerdings eine Klausur in der sechsten, deswegen fällt in der dritten, vierten der Unterricht aus. Und ich habe eine Stunde mehr ungefähr Zeit, also muss eine Stunde später los. Und bin jetzt trotzdem 45 Minuten früher wach gewesen, also ja, mehr als genug Zeit, um noch eine Folge aufzunehmen. Und irgendwelche Keks pingen mich schon wieder auf Discord, jui. Heute gehe ich tatsächlich mal nicht. Erst zu lauter Traumpalästen. Es ist auch so einfach genug. Heißt nicht, dass ich mir hier niemanden mitnehmen werde, aber ich nehme mal nicht die brokenen Traumfreunde. Der Gegner wäre sehr krass. Irgendwie glaube ich, das Level basiert auf Feuer. Wie komme ich nur da drauf, ne Leute? Also meine Theorien heute sind sehr interessant. Kriegen wir vielleicht nochmal wen anders? Das ist eine Manuelle. Helft mir doch, ihn anzuzünden. Los! Das müsste es eigentlich sein. Dann nehmen wir uns den auch noch mit. Jetzt haben wir noch einen Eistypen dabei. Nicht mehr nur Feuer. Jetzt brauchen wir beides. Und die Gegner sind alle weg irgendwie, ja. Och, doch die Schnauze. Warum respawnen die nach literally 2 Metern? Oh, so eine Passage. Die mag ich nicht. Gerade in diesem Spiel, weil ich da noch irgendwie drauf achten muss, dass die KI von meinen Keks nicht zu kacke ist und sie sich selbst umbringen. Ich sag, diesmal muss ich kurzfristig reagieren. Okay, ich hätte ehrlich gesagt erwartet, dass das Regenbogen-Puzzleteil auch noch hier kommt, aber es kann ja auch sein, dass noch eine zweite Passage dieser Art kommt. Irgendwie würde es mehr Sinn machen, wirklich einen zu ersetzen, aber ich habe das Gefühl, gerade ist Eis besser, deswegen. Genau. Gib mir bitte die Eis-Ability auf den Stab. Ach ja, und falls ihr es noch nicht bemerkt habt, wir spielen natürlich weiter diese Welt rückwärts, weil ich's kann. Hier, mach mal das Gras weg. So. Hier, das Level basiert anscheinend komplett auf Feuer und Eis. Warum kann man eigentlich nicht vorher durch die Tür, die man schon eindeutig gesehen hat, durchgehen? Okay, ich habe wieder Feuerstab. Ja, gut. Und ich brauche beides. Oder? Hä? Ich muss das einfrieren. Aber ich muss jetzt auch auf jeden Fall einen Feuergegner noch haben. Damit ich das anzünden kann, okay? Bisschen anders mal. Tatsächlich mal ein Rätsel, wenn ich jetzt keinen Feuertyp mehr dabei gehabt. Okay,
Warte, wenn ich keinen Feuertyp dabei gehabt hätte, wäre ich nicht in den Raum gekommen. Ja gut, okay, wenn ich nur den Feuerstab gehabt hätte, wäre ich in den Raum gekommen, aber hätte das Rätsel nicht lösen können, oder? Hätte die Zeit gereicht, das hier anzuzünden, den Eisgegner zum Freund zu machen, die Fähigkeit zu nehmen und den Wasserfall? Ich gehe jetzt vom Theoriefall aus. Und es war nicht mal das Regenbogen-Puzzleteil. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Regenbogen-Puzzleteil wird schlechter versteckt sein. Haha, abstechen. Ja, irgendwie lohnt sich das jetzt auch nicht mehr. Und schönes Versteck, man sieht dich. Ich hatte kurz gedacht, ich habe denen so zugetraut, dass da das Regenbogen-Puzzleteil ist, aber wahrscheinlich ist das bei so einer Passage hier. Wäre jedenfalls meine Einschätzung. Ich mag diesen Aufbau gerade nicht. Geh hoch. Okay, das könnte ein bisschen schwieriger werden jetzt. Spacing! Aber wieder kein Regenbogen-Puzzleteil. Aber es wird wohl noch eine solche Passage geben, bin ich sehr sicher. Oh Gott, jetzt noch sowas. Ich nehme mir den Schirmtypen mal statt einem der Feuertypen mit, weil why not? Haben alle volle Leben? Ja, dann passt's. Stimmt, der eine Typ nicht, aber hat auch keinen Bock auf Heilung. Und der eine Vollidiot rennt natürlich gleich wieder runter da. Also die sind schon leicht blöde. Ja, gut. Das Versteck vorhin wäre besser gewesen. Und es kommt auch keine solche Passage mehr, sondern das Level endet einfach. Ich hatte kurz Hoffnung, dass es tatsächlich mal Sinn machen würde, das Versteck vom Regenbogen-Puzzleteil, aber naja, das war doch ein sehr großzügiges Zeitfenster. Und man kann's nicht übersehen. Ohne Feuerstab wäre ich über den Gegner drüber gesprungen. Also, das Level haben wir damit auch geschafft und schalten ein weiteres hier drüben frei. Ach, diesmal sogar ein anderer Boss. Hier müsste es dann auch wieder einen Schalter geben, denke ich. Bin mir aber nicht sicher. Wir werden es sehen. Ja. Mal gucken, was hier abgeht. Danach brauchen wir jetzt nicht nochmal diese Art von Passage durchgehend, wo sich nur irgendein Bullshit verschiebt. Können wir eigentlich drüber reden, wie viel zu schnell die Gegner in diesem Spiel respawnen? Ja, aber solche Viecher geben ja nicht mal Fähigkeiten. Lieber erstmal hochgucken. Ist jetzt oben das Secret? Nee, ich glaube unten ist das Secret. Auch wenn das irgendwie gefühlt leichter ist als der Weg oben. Aber ja, das ist das Secret. Okay, mache ich auch gerne. Oh nein. Andererseits, das sieht nicht aus wie irgendeine Rätselpassage, sondern einfach eine recht typische sei schneller als der Keck. Und das
dürften wir, denke ich, hinbekommen. Ja, ich behaupt's mal. Wir waren so viel schneller als der Keck. Und damit haben wir nicht nur das Regenbogen-Puzzleteil, sondern auch eine Popstar-Ability für den Boss. Ja gut, und warte. Nicht du. So, wäre ja Verschwendung, wenn wir den nicht so mitnehmen würden. Wir sind ja sonst nur zwei Leute. Weil der eine Typ sich selbst umgebracht hat, wie so ein Vollidiot. Ja, Kirby habe ich da jetzt mal rausgenommen. So, jetzt hier warten. Anscheinend ist das Level auch nur so kurz, dass wir hier dann beim Boss angelangen. Ansonsten wäre hier nicht so ein Ding. Nochmal eine Möglichkeit, wen anders ins Team zu holen. Und eine Heilung, die wir allerdings kein bisschen nötig haben. Also, auf geht's. Boss Battle Time. Gegen einen recht altbekannten Kirby-Boss hat man sich aber, denke ich, beim Bild, wenn man die Reihe kennt, schon denken können. Crack. Ach nee, warte, das war was anderes. Schreien wir ihn an. Viel Schaden nimmt der? Ach, stimmt. Der hat eine zweite Phase, nachdem die Lebensleiste rum ist. Und ich bin jetzt einfach so ein krasser Gönner. Ich outcamp den jetzt. Ich lasse meine Kollegen machen hier. Die machen mehr als genug Damage. Also ich camp hier jetzt, bis die Phase rum ist. Macht mal schneller. Gerade der Eistyp hat dem vorhin richtig Damage gemacht. Ja, geh doch rein. Ich muss wohl ein bisschen näher rangehen, damit die sich animiert fühlen. Und damit meine ich animiert dazu und bewegungslos unter ihm zu stehen anscheinend. Ja. Leute, was ein krasser Kampf bis hierhin. Jetzt dupliziert er sich. Und wir haben leider keine starke Fähigkeit mehr. Also, die Bosskämpfe in dem Spiel sind einfach, aber wir können sie auch noch einfacher machen. Mit Eis kann man die komplett auskontern hier, glaube ich, aber... Ich habe jetzt halt kein Item mehr, was ein bisschen... Oh. Lass den doch! Ihr dummen Vollidioten! Ja, gönnt euch. So, bisschen Damage auf beide. Lasst den daneben. Ach, Eis hat ja auch so ein krasses Schild. Was ist mit meinen Typen los? Jetzt wurde ich, weil ich den helfen wollte, gehittet. Ja, für die Verhältnisse dieses Spiels, aber das war's dann auch mit dem. Ja, war am Ende nochmal recht knapp. Und wahrscheinlich bin ich gerade dezent dumm, aber wann habe ich mir einen Schirmtypen mitgenommen? Nein. Das habe ich mir definitiv nicht... Ach, endlich bekomme ich mal die. Habe ich mir definitiv nicht gedacht. So, also haben wir auch das hier geschafft und bekommen jetzt Zugang zu dem Level, was wir schon gemacht haben oder so. Danke dafür, Spiel. Nee, der Secret Planet war von dem Level hier. Dementsprechend haben wir auch keinen Schalter verpasst. Das Secret-Level haben wir schon gemacht.
Zeit haben wir definitiv noch. Ab geht's. Nächstes oder voriges Level. Eindeutig ein Eislevel, falls das irgendwem nicht aufgefallen sein sollte. Ich nehme den mal selber. Und hab gleich wieder Bock auf diese zerbrechlichen Böden. Weil die halt so krasse Hindernisse sind, weil man in diesem Spiel nicht unendlich Sprünge hat. Hust, hust. Ganz schwer. Wollt ihr vielleicht noch mehr reinrennen? Brauche ich da ein Element-Boomerang oder reicht ein normaler? Normaler reicht. Solche Secrets sind an sich zwar ganz cool, muss ich sagen, aber in diesem Spiel machen sie auch keinen Sinn, wenn man den Scheiß immer, wenn man das Item immer direkt neben die Stelle setzt, wo man es braucht, ne? Obwohl, ich glaube, ich hätte sogar Wasser nehmen sollen, können, keine Ahnung. Ich meine, Eis tut's auch. Und ja, das war's auch schon wieder mit dem Secret. Trotzdem, Digga, solche Rätsel wären ganz cool, wenn man nicht immer wirklich alles, was man braucht, direkt daneben stehen hätte. Und dann auch noch bei solchen Räumen nochmal angezeigt hätte. Hier, drück mal nach oben. Da könnte was passieren. Und weil es sonst zu schwer ist, markieren wir den Ort, wo du dich hinstellen sollst, auch noch mit einer fucking Blume. Also, ja, da kann man nicht viel zu sagen, meiner Meinung nach. So outplayt man Gegner. Nicht mal angucken und einfach wegnudeln. So. Hier frage ich mich auch manchmal, soll das ein Versteck sein? Weil es ist keins. Ich weiß zwar nicht, woher der Schirmtyp jetzt die Info hatte, mir Wasser zu geben, aber Schaden tut's nicht. Und das ist dann auch der Schalter fürs Bonuslevel, den wir in dem Level hier finden mussten. Extrem schwer versteckt mal wieder. Hust, hust. Ich meine, diesmal hat es mir nicht mal gesagt, dass ich Boomerang brauche, aber wenn man das Secret 2 Meter weiter vorne geholt hat, hätte man es sich vielleicht denken können. Ich nehme mal den Typen mit. Und weiter geht's. Das Regenbogen-Puzzleteil fehlt immer noch. Warum habe ich das Gefühl, das könnte ich brauchen? Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht brauche ich einfach nur was zum Durchschneiden, wo dann Boomerang auch ausreichend wäre. Wow. Guckt euch dieses krasse Versteck an. Mit dem krassen Inhalt. Weiter durch. Am besten diese Keks einfach ein bisschen ignorieren. Ist nur Zeitverschwendung. Ein normales Puzzleteil. Du willst mir hoffentlich nicht sagen, dass gleich nochmal genau dasselbe kommt mit einem Regenbogen-Puzzleteil, oder? Das wäre nämlich... Ach, das wäre sogar ihnen zu billig. Kaum vorstellbar. Hier habe ich anscheinend zwei Wege. Und verstehe jetzt nicht ganz, wozu ich das durchgeschnitten habe. Oder muss ich auf beiden Seiten... Willst du vielleicht noch krasser in den reinrennen? Aha. Regenbogen-Puzzleteil. Wozu hab ich das jetzt zerschnitten? Gibt's weiter oben auch noch was? Ja. Boah, greif doch nicht in dem Moment an. Das ist anscheinend der Weg weiter.
Jetzt haben wir es runterfallen lassen. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich dafür überhaupt alle gebraucht hätte. Und wir können uns das Regenbogen-Puzzleteil abholen. Inklusive zwei One-Ups. Ein Glück, die gehen uns ja langsam aus. Und ich weiß, dass ich in diesem Projekt dezent oft dieselben Witze bringe, aber wirklich viel mehr gibt's in dem Spiel nicht. Weiter. Den einfach mal zusammenschlagen könnte. Was kommt? Erstmal, eine Battle-Tradition ohne Boss. Und es kommt auch kein Boss. Zumindest hier nicht. Hier, der Vogeltyp ist gerade, weil er Spaß dran hatte, ein bisschen in Stacheln gesprungen. Kann man ihm nicht verübeln. Doch. Ah, bei denen muss ich aufpassen, weil die anscheinend nicht respawnen. Aber dementsprechend bezweifle ich auch, dass es hier einen Boss gibt. Waren das die letzten? Ja. Dann gab's da auch keinen und wir sind fertig. Das Secret Level schaffen wir heute auf jeden Fall noch. Heute geht's sehr schnell, habe ich das Gefühl. Nochmal Bonusspiel. Hat wieder gereicht mit dem Timing, weil das so schwer ist, tust. Digga, wenn ich jeden Donnerstag so früh aufstehen würde, könnte ich gefühlt jede Woche noch vor der Schule aufnehmen, wenn ich so auf die Uhr gucke. Und ich habe heute eine Stunde mehr. Donnerstags komme ich halt sonst eigentlich nicht zum Aufnehmen, weil hab bis 6 Uhr abends Schule. Ungefähr. Und guck mal wieder ein Bosskampf. Moment. Ein Bosskampf gegen die, den man nur mit einem Schalter erreicht? Ach so. Das habe ich beim anderen Mal auch schon gedacht. Das ist ein bisschen verwirrend, weil ich einen Schalter habe. Dann ist hier so das kleine Ding, während der reguläre Weg hier lang zeigt. Aber hier ist das Secret Level. Ja, und? Also. Autsch. Ja, gut. Gehe ich erstmal ein paar Meter ohne Ability, bis wir wieder eine finden. Kann sein, dass die Gegner auch mal stärker waren. Ich habe halt das Gefühl, dass in diesem Game auch noch viele Gegner genervt wurden im Vergleich zu Vorgängern. Zum Beispiel diese Orangenen, die sich ja umwandeln, haben eindeutig weniger Leben. So, dass sie meistens nicht einmal mehr dazu kommen, sich umzuwandeln. Die wurden einfach in die Hölle genervt. Die meisten Gegner haben deutlich weniger Leben. Bitte sag mir, dass jetzt nicht hier das Regenbogen-Puzzleteil ist. Das könnte echt nervig werden. Da ist ein Schalter, der den Weg zum Regenbogen-Puzzleteil freimacht und einen Bonkers bringt. Beziehungsweise eine Hammer-Ability. Ich nehme beides und hätte gern mal die Ice-Ability. Sehr schön, auch wenn das jetzt schon wieder kein krasses Versteck war, aber wahrscheinlich wird auch gleich schon der Boss kommen. Oh, die Attacke gibt's noch, ich weiß noch, das war wahrscheinlich die brokenste Attacke in Kirby's Adventure Wii. Ich habe ja gefühlt, indem ich nur den Move gedrückt habe, mein Arena Speedrun in unter 10 Minuten gemacht. Weil die einfach so unfassbar broken ist, beziehungsweise in dem Game war. Und warum habe ich das Gefühl, dass sie zwar die Gegner, aber nicht Kirby's Moves nerven in dem Game? Wahrscheinlich ist der sogar noch stärker mit der Ability. Bonkers, du auch. Alle volle Leben. Wir haben das Regenbogen-Puzzleteil. Damit können wir zum nächsten Bosskampf gehen.
hatten in der letzten Folge ja schon einen gegen Sohne, der einfacher war als das erste Match. Lull. Na, schau mal an. Oh, Überraschung. Ich hätte nicht erwartet, dich nochmal zu treffen, Rosa Kugel. Eigentlich dachte ich, dass du irgendwo in den Trümmern von Störbastion liegst. Nun, dann sollte ich wohl sicherstellen, dass ich dieses Mal auch wirklich siege. Dann muss ich wohl diesen Flummi in eine Eiskugel verwandeln. Ich wollte ja auch immer schon eine Eisskulptur für meine Trophäensammlung. Das ist schön für dich. Gut, dass ich einen Eishammer hab. Ist gerade ein bisschen zu agil, als dass ich treffen kann. Das Broken an diesem Angriff, wer es nicht weiß, ist die Charging-Hitbox. Der Gegner nimmt dauerhaft viel Schaden. Jetzt hat man es gesehen, denke ich, aber ich wurde getroffen, gut. Oder nicht gut. Hä? Ach so, ich habe gerade gar nicht verstanden, was abging. So. Ja, die Attacke ist immer noch recht broken, aber richtig, richtig krass ist erst die Hitbox, wenn man dann noch loslässt. Ich hab doch gerade mein Shield gedrückt. Und man kann das nicht blocken. Der Kampf läuft nicht gut. Haben die Aimbot oder wie? Okay, die fliegen ja ganz ekelhaft. Am besten stellt man sich einfach in die Ecke. Oder fliegt irgendwie hier. Ja, der Kampf ist definitiv schwerer als gegen die andere. Wie trifft mich das noch? Der! Ich komm grad überhaupt nicht klar auf die komischen Moves, die die macht. Aber jetzt bin ich in einer sehr guten Lage. Wie wurde ich da noch getroffen? Wir brauchen jetzt gerade mal eben. Es ist gerade doch ziemlich knapp geworden. Recht unnötig, aber der Kampf war auch keine gute Performance meinerseits. Aber man muss auch sagen, die Gegner sind in diesem Spiel, die Bosse insgesamt, deutlich schwerer mit dem Hammer so zu zerstören, weil die einfach sich deutlich mehr bewegen. In Kirby's Adventure Wii waren die meisten Bosse gefühlt die Hälfte des Kampfes auf der Stelle und dann konnte man den Hammer da einfach reinchargen und der hat hier teilweise, das ist nicht übertrieben, der hat wirklich, wenn man den Charge gemacht hat, solange es ging und dann den Hammer losgelassen, hat der Mini-Bosse getushottet. Also das war schon... vor allem offensiv das brokenste Item im Game. Oh, guck mal, wir können jetzt zu einem Level, das wir schon gemacht haben. Ich würde sagen aber, für diese Folge Kirby Star Allies reicht's dann auch wieder. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir neben dem Zusatzplanet Beta diese zwei Level, denke ich, schaffen wir schon, spielen. Und vielleicht auch noch hier drüben beim Planet Oceanu oder hier was hinbekommen. Und den Traumpalast können wir auch irgendwann mal freischalten, Lull. Wir haben inzwischen rund die Hälfte dieser Welt hinter uns. Lange dauert's nicht mehr bis zum Finale. Also, wenn es euch gefallen hat, Like und oder Abo dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und... ich will jetzt noch ein One-Up und ciao.